Vor allem finde ich es wirklich auch spannend, wie wir es ja schon erwähnt haben, dass sie unsere Gedanken im Körper widerspiegeln. Und natürlich ist jetzt, was könnte der ein oder andere Grund sein für die Teilnehmer des Seminars oder für die Teilnahme des Seminars? Zu einem der körperliche Schmerz, zum anderen vielleicht, wenn es der eine oder andere erkennt, das Gedankenkarussell, was man hat, wo Es man. gibt ja nicht nur körperlichen Schmerz, es gibt ja auch den, sagen wir, geistigen oder psychologischen Schmerz. Sofern man wahrnimmt. Wenn man ihn wahrnimmt, ja. Ja. Also dann sprechen wir halt die Menschen an, die ihn wahrnehmen können, ne? Die sich in einer Situation nicht wohlfühlen. Das sind Situationen, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man so einen nicht körperlichen Schmerz hat. Das ist ja der Anfang. Ja, das ist uns bewusst. Für mich stellt sich die Frage, wie stark ist sich wer bewusst, wenn er halt im Gedankenkarussell festhängt, ja, dass schlussendlich der Körper da Reaktionen zeigt. Ja, das ist wahrscheinlich genau eines der Dinge, wo wir beitragen können, das bewusst zu machen, dass es so ist. Ja, weil die wenigsten Menschen werden einen Zusammenhang herstellen, wenn sie zunächst einmal dieses Gedankenkarussell haben und dann nach einiger Zeit entwickelt sich ein körperlicher Schmerz. Ja, sehe ich ja sehr häufig, wenn die Ja. Leute sagen, boah, ich bin aufgestanden und habe meinen Kopf nicht mehr tragen können. Nämlich noch 8 Stunden, 9 Stunden Schlaf, ja, hoffentlich. Der eine mehr, der andere weniger. Auf jeden Fall fühlen sie sich oft so, wie wenn es der Zug gestraft hätte beim Schlafen. Und sie wissen aber nicht, woher. Dann kommen sie her und sagen, ja, wir haben das Fenster offen gehabt, wir haben sie verkühlt oder ich habe mich verlegt. Und kaum einen ist es das bewusst, dass das unser Unterbewusstsein macht. Ja. Weil wir das Tageserlebte bzw. die Vergangenheit immer im Schlaf verarbeiten und dann sagt der Körper auch dementsprechend wieder Reaktionen. Und da fängt ja schon die Missachtung an. Wenn ich in der Früh munter wäre und kann meinen Kopf nicht mehr nach links oder rechts bewegen, massive Verspannung im Körper habe, im Nackenbereich, wo ich wirklich sehr häufig her, ich habe mich verlegt oder Kiefernschmerzen teilweise über die Nacht und. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Richtig.